Dann wollen wir mal gucken, wo der Ginyu jetzt aufgetaucht sein mag. Wahrscheinlich muss ich aber zu Bulma zurück. Andererseits ist die Queste nicht mehr da. Toll. Ach, im westlichen Bereich, siehst du. Doch finden, aber zumindest weiß ich, wo ich gucken muss. Westlicher Bereich. Der ist hier. Ist ja zum Glück kein großer Bereich. Aha. Geht so. Und ehrlich, ich wollte mal irgendwann kurz ein Stück Wasser trinken, das ist mir gerade nichts mit der Stimme. Wenn es gerade besser wird, aber... Ah, lecker, lecker, lecker. Frisches, leckeres, naja, lecker nicht. Wasser jedenfalls. Ah, guck mal. Eine Quest mit Sternchen, das wird schon meine sein. So. Ah, erfrischend auf jeden Fall, das Wasser. Das ist schön kühl. Ja, lecker, lecker. Obwohl meine Stimme immer noch einen Belag hat, merke ich gerade beim Reden. Also, das ist ja ganz, ganz... Ich hab voll die kotzige, männliche, sexy Stimme gerade. Oh, geil. Ja, naja. So, ganz kurz mal scannen, wenn ich schon mal hier bin. Ob es da nochmal coole Items für mich gibt. Ich will erstmal da das Feld abnagen. Nein. Nein. Ich will nur ganz kurz über den Boden schweben, okay? Hui! Alles meins, meins. Meins, 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 meins. Meins, meins. Well now, this might be good. Alles meins. Alles meins. Aber wie? Genau, aber wie eigentlich? Hey, Ginyu. Trainingspartner heißt natürlich Leveln. Mein letzter XP-Boost ohne Super... Oh, nur 20? Zwei Stück von den 20ern? Ist nicht so gut. 30, okay. Ich noch andere? 5. Ah, nochmal 30. Ja, die 15er hier, wa? Oh, warte, und Trunks wieder reinnehmen. Das geht... Hab ich doch, hä? Stell ich aber eines bloß, dass da Trunks mit drin gewesen wäre? Ja, steht da auch. Achso, weil es auf alle wirkt, ist ja... Ach, okay. Okay, alles gut. Hallo! Ginyu. Oh, krasse Musik. Hey! Als wenn der ein guter Trainingspartner wäre für Vegeta inzwischen. Hm? Lächerlich. Keine verächtlichen Witze, Ginyu. Das sieht dir gar nicht ähnlich. Hm, ich hab dich in deinen Trupp von Gutmenschen seit meiner Ankunft auf Planeten beobachtet. Wenn auch nur als Frosch. Mir ist auch bewusst, dass du stärker geworden bist. Es wäre töricht, dich herauszufordern. Well, ja, ich fühle mich geschmeichelt, würde ich sagen. Ja, ich würde mich ja für meine Rückverwandlung bei dir bedanken, aber ich habe das ungute Gefühl, dass du vorhast, irgendwie alle Knochen im Leib zu brechen und, naja. Bist wirklich schlau. Okay, da habe ich keine Wahl. Tu, was du tun musst. Oh gut, dann los. Und er weiß, dass ich stärker bin und dann doch diese Aktion, ist ja merkwürdig. Urknall. Gengidama. Dies und das und jenes. Aua. Aua. Sag mal. Geht's noch? Ach, Trunks, du machst keinen Schaden hier. Urknall. Big Bang. Immer schön Big Bangen. Wissen wir ja, wie es läuft. Big Bang. Was ist jetzt los? Aua. Aufladen. Weißt du was? Ist mir zu doof hier. Verwandlung. Pow. Oh ja, gleich viel stärker hier das Ganze. Ende aus, fertig. Oh, die XP, die sehen so lecker aus. Trunks hat ein Level geschafft. Ich halte das nicht aus. Ein Level nur. Nicht schlecht. Der Captain-Umhang ist offenbar nicht nur Show. Ja, doch schon. Ja, oh, danke schön. Ja, Das, hi there. Das ist schon fertig? What? Oh, schade, nichts gesehen. Ach, Ruhe, ich trainiere immer noch. Oh ja. Oh ja, hey. Natürlich. Ach ja, pass auf. I don't believe it. So long. Ich hatte recht, jetzt stirbt. Was? Wiederbeleben zum Töten ist auch sinnvoll. Ah, nee, hat er nicht wiederbelebt, verwandelt bloß. Vom Fliegen ernährt. Ja, okay, fällt über hinaus, unverschämt bis zum Ende. Mhm, Trainiergefäß mal, genau. Okay. How dare you? Ja, okay, fein. Gemeiner Mist. Ich schreibe. Ja. Der beste Captain der besten Armee des Universums. Okay. Naja, besser als die Ribbon-Armee war sie schon. Stark
steckemäßig, aber das ist auch schon alles. Well now. Fine. Du hast Glück, ich habe den Rest der Leute auch in meiner Crew. Verbesserungsscouter. Verbesserter Scouter. Und ich lese mal einen Stern davor. Tut mir leid. So. Da haben wir ihn. Komplett untrainiert. Ach du Kacke, der bleibt bloß bei dem Training. Ja, da muss ich mir was reinstecken vorher. Aber ich habe gerade ein paar Items gesammelt. Alles gut. Mal gucken. Ich brauche plus 29. Okay, dann geht das ja doch einigermaßen einfach. Wobei, ich muss ja einen rausnehmen. Irgendein. Und die sind alle relativ gut schon. Das ist natürlich ärgerlich dann. Aber Trunks, der Gute, hat leider... nicht so viel. Hat zwar 25, aber halt keine Boni hier. Wir haben Choose auf Maximum, nehme ich an. Mit 10 ist auch nicht doll. Aber bei Z kriege ich jetzt 29. Ich würde lieber ihn rausnehmen. Aber er hat doch hier den Bonus mit. Mit wem eigentlich? Mit nur Tension in Hand? Geht es da vielleicht doch, ihn rauszunehmen, oder? Flup. Ja, hier auch ein bisschen mehr jetzt. Ist nicht verkehrt. Jetzt fehlen natürlich 43. Das wird schon enger dann. Mal sehen. Was ist ein großer Bonus, weil es einfach viele Leute betrifft. Okay. Banyu. Riku! Banyu, voll genervt. Bertha! Jace! Buldo! Ginyu! Together we are the Ginyu Force! Ugh, this is so stupid. Lame pose. I'm leaving this sorry excuse for a squad. What in the... Ehemaliges Mitglied. Ach mal, noch ein... Moment. Es fehlt mir aber ein Bonus, oder? Ach so. Ah nee, weil er nicht... Moment, wenn ich ihn die austausche, bekomme ich nochmal einen Bonus oben drauf, oder was? Moment, das mache ich mal eben. Zack. Und so. Ja! Ey, doppelt, dreifach Bonus, hammergeil. Okay. Das ist der Bonus. Und jetzt nochmal das... Hammer gut. Das ist wirklich ein echt Mega-Bonus. Das sind drei Boni. Diese beiden haben mich gar nicht zugerichtet. Das wusste ich nicht, dass die auch noch einen Bonus haben, die beiden. Das ist jetzt überraschend gekommen. Aber es haut alles raus. Ich meine, es gibt auch nochmal 10 fucking Punkte. Plus 20 Punkte für beide. Diese letzte Zusammenkunft. Das ist ja Hammer. Tja, was soll ich sagen? Maximal 80% Bonus-XP für alle künftigen Ereignisse. Super gut. Aber nur weil ich dabei bin, dass sowieso schon irgendwie so hier kommen. Brauchst maximale Freundschaft, würde ich sagen. Einfach nur, weil es geht für Dinge. Ich habe immer noch viel davon. Bup. Bup. Ich kann mal jetzt wieder sammeln, diese Dragon Balls. Was soll's? Komm. Ich will Geheimnis des Erfolgs haben. Noch plus 10 Freundschaft. Training und Entwicklung, ja meinetwegen. Zack. Habe ich noch einen hier mit nicht maximaler Freundschaft bei euch im Ginyu-Sonder-Kommando bestimmt, oder? 26 hast du. 23 hast du. 61. 61 hat er hier schon. Okay. Stufenbegrenzung nach oben. Flupp. Und wenn wir schon mal dabei sind, auch voll machen. 4 Punkte noch. Nehmen wir Gottfähigkeit, weil braucht kein Schwein. Zack, bumm. Awesome. Das war ja der höchste gewesen hier von den anderen, ne? Ne, 26, der ist der höchste. Ja, läuft schon. Und du warst ja auch schon maximal genau. Da. Da. Hier, auch ein bisschen was davon. Ja, warum nicht? Ich bin, guck mal da, gerade guter Dinge und guter Laune. Da darfst du auch mal auf Maximum kommen. Nein, das ist schon wieder. So. Einmal noch. Dann kann ich nämlich auch ein paar andere wieder rausnehmen, weil ich jetzt so viele Punkte drüber bin über dem Maximum, dass ich eben auch andere Communities dann ein bisschen boosten kann. Das ist sogar der Hauptgedanke dahinter. Dann geben wir alle noch mal einen schönen Bonus für Training hier. Sehr schön. So, jetzt meine super Dinge aber alle.
Den Rest gönne ich euch erstmal nicht. Aber soweit so gut. Die Bänder auf Maximum bringen. Dann noch zweimal Training nach oben. Hammergut. Hammergut. Aber ich frage mich langsam, ob ich echt nur begrenzt viele Stufenerweiterungssachen finden kann. Denn dann wäre es ja echt relativ sinnfrei, auch nur einen einzigen Stufenerweiterungsdingens auf die Community-Anführer zu bringen, wenn sie bereits auf 29 sind, weil sie einen Punkt verschwenden würden. Und der eine Punkt wäre vielleicht einfach essentiell, wenn es darum geht, dass man alles auch vollständig kriegt, weil der eben dann woanders nicht angewendet werden kann. Wobei jetzt bei Training zum Beispiel nicht nötig ist, jetzt nur groß zu pushen, weil ich bin nicht eigentlich gut dabei. Aber so tendenziell gesehen, ne? Oh, ist ein 25er Setkrieger, ne? Dann komm mal rein hier. Hast du einen Boni mit irgendwem hier? Oh. Nichts, was irgendwas hier bringen würde. Ach, warte, Mai. Mit Mai ist vorbei. Flop. Immer ein paar Punkte dazu. Besser als nichts. Bist auch ein starker Setkrieger? Oh, 29, jawohl. Kommst auch hier rüber. Flop. Boni hast du mit Yamchu. Wollen wir noch mitnehmen den Bonus oder was? Besser als nichts. Für Chaozu reicht es nicht aus. Und ich würde den Kranich-Typ garantiert nicht hier in die Setkrieger-Titsche reinholen. Aber Piccolo und Vegeta wären eine Option. Ach, jetzt gibt mir doch wieder was, verdammt. Da bin ich soweit zu fanden. Ich habe offenbar nicht so einen großen Bonus, wie ich dachte. Schade. Dann muss ich doch jemand wieder zurückholen hier. Mit Chaozu habe ich eh keinen Bonus gerade, oder? Kommst du wieder raus, kommst hier rein. Erstmal. Bis ich hier wieder was erhöht habe. Und per se ist es tatsächlich rot. Er hat sich gerade auch noch einen Punkt nicht vor auf Maximum tatsächlich bei Training, den er noch haben kann. Er aber schon. Also immerhin bekommt er noch einen Punkt so und dann zwei oben drauf. Das waren die drei Punkte, die ich brauchte. Kann Chaozu mich wieder raus hier. Ob er jetzt nicht der Superhammer-Setriger ist. Da wäre Vegeta wahrscheinlich eine bessere Wahl. Oh ja. Dann habe ich hier auch wieder ein Level nach oben. Wäre Nahkampf noch ein bisschen stärker. Gut, ich meine, das brauche ich auch nicht so unbedingt. Ich meine, klar, das sind jetzt alles so ein paar Minisachen. Die 3% bei beiden. Auch wenn natürlich fast das doppelte Bonus zum Angriff und Ki-Angriff wäre, als zu dem, was ich jetzt habe. Aber trotzdem ist halt plus 3% mehr. Also, halt. Gut. Die Ki hier machen noch am ehesten was aus, wenn ich hier was voll machen würde. Voll leer machen würde. Aber da habe ich aktuell nichts für. Mein Son Goku ist 30 tatsächlich. Ja gut, habe ich dann doch gemacht irgendwie. Irgendwie, warum auch immer. Nicht nachgedacht damals. Hier bin ich am Maximal. Hier brauche ich nichts weiter. Ist völlig in Ordnung. Das hier brauche ich auch nicht weiter erhöhen, weil das sind Sachen, wozu? Ich habe davon genug. Und wenn ich klar, ich kann ja noch ein bisschen leveln hier. Werde ich auch bestimmt irgendwann mal tun. Warum nicht jetzt zum Beispiel? Gottfähigkeit, komm nach oben. Wusch. Einfach nur, weil ich kann und weil es sonst keinen großen Sinn hat irgendwie. Gottfähigkeit plus 6, ja was soll's. Ja, ein paar Punkte verschwendet, aber dann habe ich noch ein paar mehr. Gottfähigkeit, wo ist die bei dir? Vita plus 5, die da fehlen. So. Auch geschafft. Das ist ja alles jetzt kein großer Akt, ne? 29 wird der Maximum sein. Gott, maximale Gottfähigkeit ist logisch. Gottfähigkeit ist 16 aber hier. Geht auch nach oben. Aber ich habe nichts mehr dafür. Schade. Ja, also auch hier kann ich den nächsten Rang noch ganz gut erreichen, glaube ich. Wobei das einzige Relevante für mich jetzt noch wäre, was zum Schluss kommt. Die Setkugeln, wozu brauche ich davon noch welche? Höchstens Gegenstände könnten noch interessant sein. Gut, hier brauche ich auch gar nichts weiter, weil diese Minispiele total doof sind. Aber wenn ich es machen wollen würde, kann ich immer noch reintauschen für die in einem Moment. Einzig Kochen wäre noch sehr interessant. Essen-Effekte, Status-Boosts. Da könnt ihr noch aussortieren. Und hier hast du Boni, sag mal. Rinderteufel plus 2. Son Gohan, Son Goten. Ja, das ist da, der andere ist hier, ne? Son Goten, da. Und der Rinderteufel, der ist bei alten Leuten. Bei. Benannt den König. Da ist er. Hat bei Kochen. Oh, man, 18. Brauchst du ja nicht unbedingt. Ich guck mal ganz kurz. Würde auch nicht reichen. Na gut. Hoppala. Guck doch mal eben, wie es jetzt aussieht hier in der Leute-Community.
Ja, da fehlen die Punkte tatsächlich komplett. Dann lasse ich es mal drin. Nee, warte. Zack, der war das. No doubt about it. Ist ja auch ein fetter Bonus, muss man sagen. Also diese 12 Punkte, das ist unglaublich viel. Das sind verdammt nochmal 36 Punkte, nur durch den Bonus hier. Und dann natürlich noch die einzelnen Werte von denen. Das ist schon viel. Und 36 wird auch hier allein das schon bringen. Mich nach oben zu katapultieren. Krillin und die Tochter natürlich, ist klar.